Hallo, herzlich willkommen. Und jetzt ist es wieder soweit. Meine Mama und ich haben uns jetzt entschieden, die große Lenormand-Wochenmatrix jetzt nicht auf Vimeo zu stellen, sondern die wollen wir euch allen zur Verfügung stellen. Auch als kleines Dankeschön für die ganzen Fans, die ganzen schönen Kommentare, Spenden und was der Teufel alles. Ja, also vielen herzlichen Dank. Und deswegen jetzt für euch hier die große Matrix, also das sind alle 36 Karten. Da behandeln wir jetzt Themen wie ja, das Ereignis der Woche, die Lernaufgabe der Woche, die Beziehungen allgemein, dann die Liebe, dann die Singles und auch den Beruf, der darf natürlich auch nicht fehlen. Dann orakeln wir mal die kommende Woche so durch. Und ja, da wünsche ich euch viel Spaß damit und Kamerafrau, stopp! So, und dann geht's ja auch schon los. Ich habe jetzt hier rechts und links vom Tisch sieht man alles Mögliche, aber ich kriege sonst nicht alle Karten drauf. Und wir haben jetzt ja hier die große Lenormand-Wochenmatrix. Das ist jetzt für die nächste Woche, also eine Komplettübersicht für die nächste Woche. Was kommt denn da so ein bisschen immer auf uns zu? Da beleuchten wir jetzt auch verschiedene Themen. Also da geht es erstmal ja um das Ereignis der Woche. Dann geht es mal um die Lernaufgabe nächste Woche. Oh, mein Handy ist noch laut. Das geht ja mal gar nicht. Entschuldigt mich bitte. Und dann geht es um die Beziehungen im Allgemeinen, was wir hier raus orakeln wollen. Dann geht es um die Liebe. Um die Singles geht es hier dann und die letzte Reihe hier unten. Ja, da geht es natürlich auch um die Arbeit. Die darf ja natürlich nicht fehlen, die gute Arbeit. Da wollen wir auch mal reinschauen, was da so los ist. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Orakeln. Und zwar das Ereignis der Woche. Das ist diese obere Reihe hier, die erste Reihe. Ja, da sehen wir am Anfang schon die Fische liegen. Die stehen ja entweder für Finanzen oder auch für die Partnerschaft. Ja, also in Sachen Finanzen sehe ich da jetzt oder auch Partnerschaft, je nachdem, wie man das deuten möchte, diese Karte, sehe ich hier daneben die Glückskarte. Also das heißt schon mal, da kommt Glück rein, da passiert einem etwas Glückliches in Sachen Partnerschaft oder auch in Sachen Geld, wenn du jetzt alleinstehend sein willst und bleiben willst. Ist das die Geldkarte? Wenn du einen Partner hast, da kommt was Schönes in Bewegung. Hier ist Glück, die Glückskarte. Da sind die Störche. Die Störche, die stehen ja auch immer für so eine gewisse Leichtigkeit, für einen Aufbruch, das, was in Bewegung kommt. Ja, hier auch der Anker, da sehe ich eine gewisse Stabilität drin. Vielleicht geht es hier bei dir um den Job, ja, dass du da schon lange bist. Da gibt es vielleicht auch eine Gehaltserhöhung in Sachen Partnerschaft. Ja, nochmal die Beziehung vertiefen und festigen. Die Blumen, ja, die stehen auch für so, ja, für eine Aufmerksamkeit, für ein Geschenk, für etwas Schönes. Ja, die stehen auch für Wachstum. Also eine richtig schöne Karte hier beim Ereignis der Woche. Also da kommt was auf dich zu. Hier das Ganze wird auch öffentlich in der Öffentlichkeit passieren, im sozialen Umfeld. Da gehören ja auch die Arbeitskollegen dazu, ne? Ob sie wollen oder nicht. Ich sehe hier auf jeden Fall was Schönes reinkommen. Da ist Glück dabei, eine Leichtigkeit. Ja, da ist auch Stabilität drin. Da wird es was geben bei etwas, was du gerne tust, wo du deinen Halt hast. Ja, sei es jetzt die Beziehung oder die Arbeit. Ja, da sehe ich die Aufmerksamkeit, das Geschenk, das Wachstum. Ja, soziale Umfeld. Also nächste Woche, das Ereignis der Woche wird ein schönes sein. Da ist Glück drin, Leichtigkeit. Also das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut, diese obere Reihe. Da kann dir die Woche schon gerne antanzen. Na? Ja, da wollen wir jetzt hier auch nochmal die zweite Reihe anschauen. Da geht es um die Lernaufgabe der Woche. Ja, was könnte das denn bedeuten, diese Reihe hier? Da haben wir ganz am Anfang ja die Vögel. Die Karte der Vögel ist immer so ein bisschen Unruhe, Nervosität, ja, Unsicherheit ist da drin. Ja, da ist vielleicht auch die Angst davor da, etwas anzufangen, etwas anzugehen, ein Projekt, vielleicht irgendjemandem näher zu kommen. Also ich sehe hier bei einem ganz bestimmten Thema bei dir sehe ich da so Aufregung, Nervosität und Unruhe. Ja, also so ein bisschen Aufregung ist da. Da möchte aber auch was Schönes in Bewegung kommen. Das Schiff, das steht ja für die Träume, für die Ziele. Ja, also da möchtest du etwas angehen, etwas anfangen.
was dir vielleicht so ein bisschen Kummer bereitet und ein bisschen Aufregung, ja, ob das klappt, ob du das schaffst, ja, weil du auch merkst, dass das vielleicht auch ein bisschen ein komplizierter Weg werden könnte. Hier liegt ja auch die Schlange, ja, aber du wirst das angehen, deine Lernaufgabe. Hier sehe ich auf jeden Fall, dass du trotz der Aufregung oder der Sorge, was deine neue Aktivität betrifft, sei es jetzt im Job, privat oder in der Beziehung, dass du das schaffen wirst. Ja, trotz Hindernissen, denn hier ist die Sternekarte, die Klarheit, die Vollkommenheit, ja, dass da ist auf jeden Fall Potenzial da, der Klee hier noch und die Liebe, ja, da wird auf jeden Fall am Ende der Woche, was auch immer du beginnst, was dir ein bisschen Sorge bereitet, das wird gut ausgehen hier. Das ist deine Lernaufgabe für nächste Woche. Nicht die Flinte ins Korn zu werfen, wenn es mal schwierig wird, sondern dranbleiben. Ja, auch wenn du Kummer und Sorge, Aufregung hast, dass das nicht klappen könnte, einfach die Dinge anpacken, einfach machen und dann wird es aber auch am Ende der Woche alles gut ausgehen für dich, weil hier liegt der Stern, da liegt der Klee und da liegt dir die Karte der Liebe. Also da passt alles wunderbar, alles ist dufte. Ja, da hast du deine Lernaufgabe, die dir sagt, Mensch, bleib mal dran. Ja, wenn es holprig wird, ja, dann geh deinen Weg trotzdem weiter, dann wird alles gut werden. Das ist eine schöne Lernaufgabe. Ja, dann schauen wir mal weiter. Hier liegt die Reihe Beziehungen, also Beziehungen allgemein. Mit deinen lieben Mitmenschen, auch Angehörigen. Ich sehe hier am Anfang schon, da liegt die Karte der Bär, das könnte jetzt dein Vater, dein Großvater sein. Also es geht hier so auch ein bisschen um die Familie in der Woche. Ja, hier ist auch der Schlüssel für die Öffnung, dass du vielleicht dich ein bisschen mehr auf die Familie mal konzentrierst oder für die Familie da bist. Ja, hier auch die Wege, ja, die Entscheidung, dass du sagst, ich beschäftige mich jetzt mal ein bisschen mehr in der Woche mit meinen Lieben, mit meinem Vater, Großvater und werde eben halt alles dazugehört in der Familie. Ja, die Entscheidung wird hier getroffen oder sollte hier auch getroffen werden. Ja, da liegt auch die Kommunikation da. Also das ist jetzt nicht, dass du eben deinem Vater einen Brief schreiben sollst, sondern einfach mal wieder mit deinen Lieben reden, ins Gespräch kommen, ja, sich um die Guten kümmern und da sein. Ja, hier liegt auch das Haus. Ja, bei ihnen zu Hause, das ist ja auch so das Häusliche, das Schöne in der Familie, das Zusammensein. Ja, also hier auch das karmische Kreuz, ja, das ist auch eine Aufgabe, was man im Leben hat, sich um die Familie zu kümmern. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig im Leben, dass man seine Nächsten und seine Liebsten schätzt und ehrt und für die da ist, ja, solange sie halt noch da sind. Also diese Reihe Beziehungen zwischenmenschlich zielt hier für die nächste Woche eindeutig auf die Familie ab, dass man sich hier mal wieder mehr um die familiären Sachen kümmert und füreinander da ist. Ja, weil Familie ist ja auch immer das Wichtigste. Ja, danach kommt alles andere erst. Vergesst man eigentlich einfach viel zu oft heutzutage. Ja, schöne Reihe. Also, Familie ist angesagt nächste Woche. Dann haben wir hier drunter natürlich jetzt auch noch die Karte, die Reihe Beziehungen und Liebe, also Partnerschaften hier. Ja, und da, wenn ich mir jetzt meinen Impuls abhole, da sehe ich, dass ja, da irgendwas nicht so richtig ins Wachsen kommen will. Da will keine Stabilität reinkommen, da ist Nervosität da, da sind Diskussionen da, Gespräche da. Ich sehe hier auch, dass versucht wird, einen Neuanfang zu wagen. Ja, der Baum, der steht ja für die Festigkeit, für die Stabilität, der steht für das Wachstum, kommt aber nicht richtig zum Wachsen. Ja, hier gab es einen Streit, sehe ich auch, hier liegen die Ruten. Man hätte oder möchte auch gerne nochmal anfangen miteinander. Da liegt ja auch das Kind, der Neuanfang. Aber für den Partner, der hier auf die Wolken schaut, ist es eher undurchsichtig, ist es eher schleierhaft, also unklar, ob er da überhaupt nochmal einen Neuanfang möchte. Er dreht sich auch davon weg, von dem Neuanfang. Und hier hinten habe ich ja zu allem Überfluss auch noch die Mäuse liegen im Deck. Also die Mäuse, die stehen ja auch so für den Zerfall. Also in Sachen Beziehungen ist es nächste Woche nicht so prickelnd. Und da sehe ich auch schon, dass da
etwas nicht so wirklich ins Wachsen kommen möchte. Ja, also es will was kommen, da ist auch der Neuanfang da von seiner Seite aus, aber uninteressant, der dreht sich da weg, weil er hier nicht klar ist, was er möchte. Und das nagt auch alles sehr an ihm, was mit Beziehung zu tun hat. Vielleicht gab es da einen Streit oder Betrug, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, dreht er sich von dem Neuanfang hier weg. Hier liegt auch der Streit neben dem Baum. Ja, und die Mäuse, die sprechen ja für sich. Eine unangenehme Karte im Deck, muss man sagen. Ja, genau wie die Vögel auch zum Beispiel. Also, ja, in Beziehungen schaut es jetzt eher mau aus, so schön die anderen Reihen, die bis jetzt auch gewesen sind. Aber mir schaut es hier fast so aus, als ob da ein Neustart ja, der falsche Weg wäre. Zumindest jetzt für ihn hier. Ja, ist halt so. Karten liegen halt so, wie sie da liegen, und so wollen sie auch gedeutet werden. Ne? Gut, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar, ja, hier ist die Reihe, die Single-Welt. Da ist es jetzt so, da kommt was rein für dich. Ja, da ist aber auch der Fuchs. Der Ring liegt hier für die Beziehungskarte. Ich sehe hier schon einen Mann reinkommen. Ein potenziellen Herzensmann, Wunschpartner, der liegt ja hier, wenn ich für die Singles deute, ist der Ring natürlich absolut die Karte für die Partnerschaft. Ja, der Fuchs liegt hier aber auch, da muss man immer aufpassen, wenn der Fuchs liegt und er schaut, wo, da muss man gucken, wo der hinschaut. Der schaut auch auf den Ring, also heißt es hier so ein bisschen vorsichtig sein, ja, auch mal auf den Instinkt vertrauen. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Wir hatten ja erst die Single-Orakel für die Woche, da heißt es auch, mal sich fallen lassen, wenn es der Richtige ist. Und ob es der Richtige ist, ja, das entscheidest du, und hier liegt der Fuchs. Das heißt, du musst auf deinen Instinkt hören. Bei Frauen ist es dann ja hauptsächlich immer das Bauchgefühl. Also das sagt mir hier, du kannst dein Bauchgefühl vertrauen, wenn da jemand reinkommt, ob es der Richtige ist oder nicht, oder ob es sich richtig anfühlt. Oder ob es sich nicht richtig anfühlt. Ja? Auf jeden Fall kommt hier was. Der Reiter, gut, der steht ja auch für die Träume und die Sehnsüchte, der positive Nachrichten. Ein guter Ausgang am Ende hier. Der Reiter, da schaust du auch drauf. Ja, aber das Ganze wird noch etwas dauern. Die Sense und die Lilien hier hinten, das sagt mir, dass da gerade eben noch nichts ist mit Sex, Kuscheln, Romantik und Sinnlichkeit. Das lässt noch auf sich warten. Die Sense, die zeigt da rein, hier hinten in die Blumen. Also wenn hier vorne was in Bewegung kommt, was Schönes, dann sehe ich, dass die beiden Karten hier hinten auf jeden Fall so, dass es nicht vorbei ist, sondern dass es einfach noch etwas auf sich warten lässt. Ja, also da ist ein bisschen Geduld gefragt. Ist ja auch was Schönes, ne? Wenn man sich kennenlernt, muss man ja nicht am ersten Tag aufeinander rumspringen, sondern da kann ja auch mal Zeit vergehen, dass da so ein das zarte Pflänzchen der Liebe wachsen kann, und da wartet man dann auch gerne mal ein Stück, wenn es denn der Richtige ist. Ja, also vertrau deinem Instinkt. Hier prüfe, wer da kommt, vertraue und verlass dich auch auf dein Bauchgefühl. Ja, dann kommt hier auch was Schönes in Bewegung. Braucht seine Zeit, aber gut, ist ja nicht so wild. Ja, also jetzt wollen wir noch mal in der letzten Reihe schauen. Da ist die Reihe der Arbeit gefallen. Ja, und ich sehe hier schon, der Mond, der ist ja so, ja, für die Gedanken, für dein Inneres da. Also ich sehe, da macht sich jemand viele Gedanken in Sachen Beruf. Ja, ich sehe hier auch, dass dich jemand gelöffelt hat. Also das heißt, hier ist es vorbei mit dem Vertrauen im Beruf unter den Kollegen. Da gab es ja wahrscheinlich irgendeine Missgunst, da gab es einen Hinterhalt, da gab es Falschheit. Ja, weil hier der Sarg und der Hund, hier hast du zu irgendjemandem auf der Arbeit das Vertrauen definitiv verloren. Das macht dir Sorgen. Darüber machst du dir Gedanken. Ja, also pass nächste Woche mal auf, wem du da so über den Weg trauen kannst und wem nicht.
denn es sieht mir so aus, als würdest du hier nächste Woche das Vertrauen zu einem Menschen verlieren, ja, von dem du das nicht gedacht hättest, weil das macht dir Sorgen, da machst du dir Gedanken drüber, dafür liegt ja hier der Mond, ja. Das lässt sich auch jetzt erstmal nicht mehr kitten mit dem Kollegen. Hier der Berg, das sind ja auch die Blockaden, also da gibt es jetzt keine große Versöhnung auf der Arbeit. Da ist was kaputt gegangen, was man nicht wieder so einfach herstellen kann. Sehe ich hier auch an dem Buch. Ja, das Kapitel ist für dich geschlossen. Also hier gab es einen großen Vertrauensbruch. Ja, also die drei Karten ist ein Vertrauensbruch, der dir ja schon ja, zu schaffen macht, der beschäftigt dich schon. Und du schaust mir aus, als würdest du dich hier auch dafür entscheiden, dass diese Beziehung zu dem Kollegen vorbei ist. Kann auch der Chef sein oder der Vorgesetzte. Ja, geschlossenes Kapitel, der Turm, der steht ja, ja für die Isolation, für den Rückzug. Ja, dass du sagst, okay, also mit dem Kollegen ist durch, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und so, ja, muss man auch manchmal entscheiden im Leben. Ja, muss man immer wieder neu auf den Prüfstand stellen. Die Leute, die um einen herum sind, tun die mir noch gut, tun die mir nicht mehr gut. Ja, und sich einfach auch nur noch, wenn es die Arbeit ist, mit Leuten umgeben, die einem gut tun. Ja, ich finde, es war ein schönes Wochenorakel. Da war ja allerlei drin, da war viel dabei. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Nächste Woche, ganz so schlimm schaut es gar nicht aus. Ich finde es soweit ganz gut. Und genau, dann gehe ich jetzt mal meine Lasagne essen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, morgen Mittag, wann immer ihr das auch anschaut. Und ja, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Video.